Ein Weichteiltumor ist ein Tumor, der im Weichgewebe entsteht, aus dem Ursprung des Weichgewebes hervorgeht. Da lassen sich weit über 50 verschiedene Untergruppen unterscheiden. Zum Beispiel kann ein Weichgewebstumor aus dem Fettgewebe hervorgehen. Man nennt das dann zum Beispiel Lipom im Rahmen eines gutartigen Geschehens. Ist der Tumor bösartig, heißt es dann Liposarkom. Es kann aber auch vom Bindegewebe ausgehen, von Blutgefäßen und Nerven, von Muskeln oder auch von Zwischenschichten zwischen den Weichgeweben.